Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Life is Feudal, Your Own mit den Antikern und Dragodor. Wir sind hier in unserem Lager auf der obersten Ebene und werden hier jetzt gleich mal ein bisschen bauen. Wir sind hier nicht alleine, es sind hier einige Leute da. Ich versuche mal, ich weiß nicht, wer alles wirklich jetzt da ist. Anubis, glaube ich, ist AFK, oder? Hallo Anubis? Ja. Na okay, der kommt noch. Der Outking ist auf jeden Fall da. Hi Outking. Grüß euch. Der Fuzzi-Head ist da. Hallo. Moin moin. Der Stefan. Hi ho. Guten Abend. Und der Dennis, unser Alchemist. Servus. Okay, AFK. Wen haben wir noch? Den Mike. Der ist wohl auch da, aber hat gerade gemutet. Der Erwin ist da. Dann haben wir den Farmer, den Medife. Servus. Moin, servus. Dann haben wir noch einen Zulieferer, den Sam. Und den Trastralus, den Roban. Hallo. Hola. Hola. Und ich laufe hier gerade rum wie ein Ferngesteuerter, um unser, ja, muss mal reinschauen, Castle Gatehouse. Wir haben hier noch die Gates fertig. Ich werde die jetzt mal reinsetzen. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch die restlichen, oh, das sind doch noch 1, 2, 3, 4, 200 Granit. Die werden wir aber jetzt reinsetzen, weil ich will unbedingt jetzt dann hier dieses Castle Gatehouse fertig haben. Aber wenn wir Glück haben, haben wir hier vielleicht noch ein paar Granitsteinchen. Irgendwelche fertig produziert? Ja, müssen wir noch ein paar, ja. Aber die shape ich noch, das ist kein Ding. Genau, und ansonsten, na, wo haben wir es denn hier? Sind hier alle fleißig am Arbeiten. Stehen auch einige Pferde in Reihe und Glied, das ist ja auch sehr nice. Ausnahmsweise. Genau, meistens sind sie mal irgendwo weg. Weil es Ordnungsamt kam, ein dickes verteilte. Ah, und hier kommt ein Pferd daher galoppiert. So, mal schauen. Wie viel braucht man denn hier noch? Muss ich nochmal. Ach, jetzt muss ich auch noch rechnen, hey. Ja, wir sind ja noch welche in der Karte, oder? Von Nico, die. Die, ich habe schon einige rein verbaut. Lieber Drago, 1420. Unser Blueberry ist kaputt. Blueberry? Die erste. Bloomery. Bloomery. Wollte gerade sagen. Warte mal, dann repariere ich gleich. Moment. Ich muss hier noch Granit sharpen. Dass wir endlich hier unser Castle. Gatehouse, fertig bekommen. Bitte Anubis. Danke. Hallo Anubis, hi ho. Hallo. Willkommen im Let's Play. Ja, genau. Servus. Wir bauen, ich versuche jetzt gerade die letzten Granitsteine noch fertig zu kriegen, dass wir endlich unser Castle Gatehouse hinkriegen. Juhu. Juhu. Und genau, Brunnen habe ich auch schon gesetzt, die anderen zwei hast du vielleicht schon gesehen, da bräuchte ich dann bei Gelegenheit noch Seile und genau, Stefan, Fenster habe ich bestellt fürs Warenhaus, für die Schmiede. Warte ich gerade. Ah, perfekt. Die erste Lieferung an Building Blocks hast du auch schon. Nein, super. Genau, und die Fensterscheiben, die habe ich nämlich in die Kiste reingelegt. Achso, ich habe jetzt eine Warenhausnummer. Genau, Warenhaus, habe ich Kiste gesagt. Mein Gott. Warenhaus, da waren es drin. Genau, einmal 8 ja, und einmal 7. Perfekt. Genau. So, jetzt muss ich mal schauen, wie viel Granitsteine da noch fehlen. Ist der Nick gerade irgendwo in der Nähe auch? Ne, der ist nicht da, ne? Nick ist glaube ich noch nicht online. Na, mal schauen, weil. Aber ich glaube, die Granitsteine werden hoffentlich reichen. Na, wie viel braucht man denn? 14, 30, 100, 71. Oh je. Naja. Die kriegen wir auch noch hier. Dafür haben wir den ganzen anderen Teig hier. Aber das Granit ist schon. Ist schon einiges, was man da verbaut. 32.000 Steine.
169 noch. Das muss ich heute mal wieder Nachschub holen, ne? Ja, also wenn das jetzt nicht reicht, dann werde ich nochmal hochreiten und da den, das Restliche noch holen, weil ich schaufel das jetzt alles einmal ins Inventar am besten, da glaube ich geht es am schnellsten. Wer ist denn das? Klapperst du da so? Ich klapper immer. Achso, genau, das ist die... Also wenn du Steine brauchst, Steine hätten wir da aber auch gesehen, gell? Im Steinlager. Ja, ja, ich brauch Granit. Also Granit, ja, ja. Alles andere ist schon im Castle Gatehouse. Ja, passt, passt, okay. Und, Hat denn der Schmied schon sein Leder bekommen? Nein, der Schmied hat sein Leder noch nicht bekommen. Armer Schmied. Nur bis 4 Stück musst du mehr machen. Australus, dann bitte meine Lederlieferung. Ich habe 4 Stück nämlich in leichtes Leder in Markus geflattert. Okay, wie viel kriegst du noch, Markus? 4 Meter, also 20. 20 dünnes und 10 schweres brauche ich. Okay, okay. Dann brauche ich auch bitte 20 dünne. Oh. 100. Muss das gehen? Das sind dann nochmal. Und 10 Leinenklot, wenn es geht. 11. War kein Spaß jetzt, das war ernst gemeint. Ja, Leinenklot muss die Bestellung ganz unten in 2 Jahren. Und dann. Anubis, die Ringe und Amulette. Ja, die mach mal. Die mache ich jetzt. Zuerst muss ich kurz die Leder umlegen. Und dann mache ich schon Amulette und so weiter. Dann noch eine Seil, dann kann ich nämlich bald irgendwann mal anfangen zu fluchen. Was zu fluchen? Ja, zweier Skill. Guck mal hinten rein. Zweiten. So, okay. Mit dem zweiten Twitter-Card schaufeln. Gleich. Und sind ausrasten. Ich sollte anfangen, da diese ganzen Baumstämme da mal wegzuräumen, die was da am Boden liegen. Schimpfe da. Wo sind denn da welche? Da runter Richtung Tal sind welche. Jo. Oh, also Nummer 13. Geht. Ja, Drago. Jo. Ab heute gibt's 100er Bäume. Sehr gut. Ja, die jetzt, gell? Ja. Das ist sehr gut, sehr gut, sehr gut. Seitdem ich mal eine gute Essen gekriegt habe, passt, hat das gleich passt. Genau, also wir brauchen für das andere Burgtorhaus dann auch noch 200 Hardwood Boards. Ich weiß schon, das klingt jetzt wieder ganz bad. Ich sag dazu noch, mach einmal einen Granit. Ja, ich schaufel schon. Wir brauchen nur so viel Boards da. Ja, ja, nein, ist schon klar. Schmiedewarenhaus war jetzt die Loks, glaube ich, eher Priorität. Ja, dann musst du aber bitte klonen, weil du warst auch schon ein Trader Card. Ist auch schon fertig. Sehr klar, eine Lieferung hast du schon. Ja, wunderwärig. Ja, dann machen wir doch das auch gleich fertig. Weil ich glaube, den Lehm und das andere Zeug habe ich schon alles verbaut. Soweit ich weiß, Mörtel ist schon drin, es fehlen nur noch die Fenster und die Balken. Die Fenster liegen in meinem Trader Card. Perfekt. Dann bauen wir das auch gleich, dann haben die Schmiede nämlich ein Warenhaus. Das macht sie bestimmt auch nicht unglücklich. Natürlich, ja, das findet ihr dann eure ganzen Bestellungen. Wo sind noch ein paar mehr Arena? Okay, dann laufe ich schon mal runter. Habe ich gesagt, wenn du das Trader-Card leer machst, dann. Okay, da unten wird schon geschaufelt. Das ist ja voll genial, voll fleißig, hey. Akkus in das Warenhaus packen wir dann alle Bestellungen. So, ich. Sogar das Förster-Warenhaus fällt nur mal 2 Flächen. Ich schreibe da gleich mal. So. 14:30. Es wird eng. Soll ich gleich was laufen gehen holen oder? Was denn? Granit, was es wenig ist. Ja, Granit. Ich lieber Fälle machen, weil du die Tannentopfs lernen und die neue füllen. Ja, es wird eh besser, wenn ein paar Leute gleich mitkommen. Mit Pferde rauf und rauf rennen. Ja, ich kann mitkommen.
Granit ist, glaube ich, jetzt gar nicht verkehrt, weil... Wie haben wir? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19? 20. Also ich stehe schon unten, wenn du bist. Ja, du kannst schon mal vorlaufen. Ich muss noch die Leder alles runternehmen. Okay. Ich muss Wasser noch rausnehmen, das dauert ein bisschen länger. Also 2-3 Minuten brauche ich noch. 120. Muss ich dann eh mal Wasservorrat machen. Ich hoffe, du hast genug gekocht, weil ich brauche Futter auch wieder. Oder müsste noch genug da sein? Wir machen es jetzt auch anders. Ich habe jetzt da bei der Kochstelle dann, also bei der Küche, habe ich jetzt da zwei so Fässer hingestellt, da werde ich immer das fertige Essen reingeben. Ja, genau. Irgendein Fässer oder. Nur zwei Stück Fässer. Oder so ein Schrank oder was, glaube ich, ist auch nicht verkehrt, wenn es da mal. Ja, jetzt habe ich mal zwei Fässer genommen, die sind mal recht gut. Die kann man mal hinsetzen. Genau. Und dann später kann man immer noch eine Kiste oder einen Wandschrank irgendwo hinstellen. In welchem Trader Card, Stefan? Bei meinen Kisten oben, okay. Beim Vorhaus. Wo die Gate-Moduls drinnen waren, sind die Fenster. Und unten das Trader Card, was direkt bei der Baustelle steht, da sind die Loks drinnen. Perfekt. Mal schauen, ob ich gleich alle. Wenn ich alle mitnehme? Ja. 6 Fenster kann ich schleppen, sehr schön. Hier ist jetzt die Locker aus. Ja. Hier oben am Berg ist eine Straße. Dann haben wir da noch 45 Building Loks. Wo ist eine Straße? Oben am Berg. Hat wohl jemand gepflastert kann. Chicago. Ja? Der Blumenwerk brennt noch, gell? Ist kaputt, meinst du, oder? Ja, kann repariert, brennt. Oh ja. Was habt ihr denn da wieder gemacht? Wir müssen es kaputt machen, die Schmiede ist ein Wahnsinn mit euch. Auch Futter. Genau, schau mal. Weniger, dann müssen wir nicht so viel arbeiten. In meinem Warenhaus müssten hier in den rechten zwei Kisten die Reparaturkits drin sein. Seid aber noch fauler, wenn wir weniger bestellen. Nehmen wir mal ein paar raus. So, zu und reparieren. Der brennt ja gleich, das ist ja übel. Ja, der brennt. Das ist wie bei der Schmiede, die brennt dann glaube ich auch, gell? Nehmen wir mal hier. So. Mich kurz ausloggen auf den Soundpack. Was haben wir da jetzt? 13,7, 8.500. Ja, ein bisschen öfter noch reparieren. Dann wird das schon hier. So, 11.000. Ah, nehmen wir noch an, komm. Irgendein Trader Card frei oder sind die alle? Bei mir steht eins, das frei ist. Wer heißt bei mir? Auf der vom Schmiedebereich rechts, wenn du rauf gehst, direkt am Abhang. Bloomery repariert. Sehr brav. So, Stefan, Building Loks hast du auch schon? Welche, im oder? Trader Card neben der Baustelle. Ja, genau, da hast du ja gesagt. Ja, ich habe ihn gesagt. Genau, ich habe ihn gehört und vergessen. Ich habe gesprochen, oder? Ja, alle nichts kennen aus, alle andere Baustelle. Da kann ich aber jetzt da nicht aufmachen, weil ist nämlich hier... Hat das wer umgestellt? Nee. Hat es wer umgestellt? Kann ich erst in 5 Minuten. Ja, dabei mache ich noch Granit. Brauchen wir ja. Frage. Wie kann ich mir das Ground Level anzeigen lassen? Terraforming Observe. Da hast du dann für einen, glaube ich, Radius oder Durchmesser von 11 Feldern im Umkreis. Ja, ich habe da sogar zu hoch gemacht. Wenn du Terraforming auf 30 Level brauchst, du nur auf Flat and Ground drücken, dann kann dir das gar nicht passieren.
Ich warte mit dem zweiten Trader Card und hol dir die Logs nochmal. Jawohl. Das wird mit dem Granit wohl jetzt eh noch ein bisschen dauern. Sehe ich ja, hier gerade. Ich bring schon 300. Ich werde hier noch shapen. Mir egal, ich mag das jetzt fertig haben da. Vakus, ich kriege da noch 12 Leder, leichte. Ja, reicht für den Anfang. Mal wieder ein bisschen was. Wie levelt man eigentlich Stärke am schnellsten? Ja, von bei das Screen, was da Agility irgendwo stehen hast. Markus, hier liegst du im K drin, ja. Danke. Den solltest du meist betreiben. So, dann haben wir jetzt hier noch weiter Granit hergestellt. Mittlerweile ist schon dunkel, alle laufen mit Fackeln umher und wir können jetzt hoffentlich die letzten, wenn ich jetzt nicht verrechnet habe, müssten es die letzten 15 Granitsteine sein für das Castle Gatehouse. Und dann bauen wir das Ding mal fertig hier. Also das hat mir nur ein Skill werden wir gleich sehen hier jetzt, wie wir hier. Gleich müsste es fertig sein. Juhu! Jawoll! Hahaha! Nice! Okay, also Digger Tunnel gibt mir ja nur Terraforming Skill. Sollst nicht Bigger Tunnel machen, klick drauf auf das Erz verkommen. Gleich mal hochlaufen hier. Da hast du dann Mining stehen und per Mining klicken. Castle Gatehouse ist fertig! Super! Ah, hier ist Prospector. Silber. Aha, ich muss demnach zuerst dieses, nicht einfach irgendwas anklicken, sondern... Ach ja, hier nicht rauslaufen. ...prospektet wurde. Da quasi, wo du siehst, quasi, wo die so mit Adern durchzogene Rohstoffe sind. Da musst du quasi anklicken, rechtsklick drauf. Hoch. Dann hast Mining. Ist Mining, Mining Chopper oder Iron oder was das halt ist. Jetzt levelt er das Skill. Das ist ja nice. So, haha. Erstes Gatehouse fertig. Bin begeistert. Müssen wir morgen mal beim Tag anschauen. So, und das, hier kann man an das Zugbrücke, beziehungsweise eine Zugbrücke, das ist ja so ein Gitter. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wenn einer unten durchläuft, und man macht zu, dann kann es sein, dass man, ja, dass man tot ist. Aber sieht sehr nice aus. Sehr imposant. Ah, das ist ja Mining braucht Dings. Braucht wir machen jetzt immer das Gitter auf und zu. Das ist ja voll fies. Aber das schaut richtig gut aus. Ja, und wenn rundherum diese ganzen, die Castle Walls, die sind ja auch so hoch dann. Aha. Ich würde empfehlen den Leuten, wenn es in das Gatehouse reingeht, nicht die Stufen runter zu hupfen, weil da kann man sterben. Ja, sollte man vielleicht dazu sagen, ne? Und es gibt links und rechts jeweils einen Eingang. Und da kommen ja dann die Mauern her und dann die Türme. Kann man eigentlich in die Mauern selber danach gehen oder sind die komplett dicht? Da kann man drauf gehen. Kannst gehen, ja. Oben drauf, ja. Aber innen. Dann durch gibt's euch oder sowas. Nö. Ecktürmen kannst du alles rauf und runter rein. Juhu! Die Assault Bullets sind fertig. Sehr nice. Spiele. Ja, holst du von meiner Wartprobe. Das. Ich muss mir auch mein Werkzeug, was ich bestell, bei dir abholen. So, dafür bringen wir die so. Jetzt können wir noch, ja, lasst bitte das Tor dann mal auf, weil nicht, dass wirklich jemand hier stirbt. Ach, hier kann man übrigens auch noch, da oben ist ja noch,
Das ist ja auch nice. Da ist oben ein Loch. Du hast so ein Zwischengeschoss, ja? Ja, wo man runterschießen kann, wenn Leute hier durchstürmen, ne? Das ist. Oder Becher unternehmen kannst du dann gleich. Ja, das ist ja geil. Das ist ja sehr nice. Wir glauben, kommt wahrscheinlich auf das Dorf vielleicht noch eine Zugbrücke, so wie das ausschaut. Fahren wir mal die Stiegen nach oben. Frage, hat jemand. Du kannst Zeit? Rechts und links kannst du raufgehen. Also hier sind Eingänge. Ah, da sind die Eingänge. Aber pass auf, dass du nicht runterfällst, weil da kannst du sterben. Wolltest du wissen? Hat jemand Zeit, um irgendwie ein AMK hier? Ah, hier? Ah. Hier ist ein Loch und da soll man auch nicht runterfallen. Aber man kann hier zumindest mit Pfeil und Bogen dann runterschießen. Will da gerade zur Mine runter, oder? Das ist ja nice. Was warst du jetzt gerade? Du will da gerade zur Mine, oder? Jetzt auf die Straße, was ist denn da los? Ich komm da irgendwo nicht drauf. Da musst du mal das letzte Stück vielleicht hüpfen, wenn du da mal hängst oder so. Funktioniert auch nicht. Okay, sollte aber. Ja, unser Castle Gatehouse ist fertig. Juhu! Und ich schaue jetzt noch, dass ich die restlichen Baumstämme noch fürs Schmiedwarenhaus da reinkriege, aber ich glaube, so ganz fertig kriegen werde ich es nicht mehr. Ich habe zumindest die Fenster schon. Aber. Mal schauen, wie viel das wir dann noch haben und dann machen wir die restlichen. Was fehlen noch? Mörtel haben wir, Fenster haben wir. Lehm brauchen wir noch 100. Haben wir noch Lehm oben? Ja, das muss schauen. Wenn nicht, dann holen wir da auch noch was, aber ich glaube, der Stefan hat gemeint, dann morgen zur Not. Und hier nochmal 3. Wie viel sind es dann? 9, 15, 20. Nein! Ich wollte nicht moven. Oh, nochmal. Ist hier noch was drin? Ah, hier sind auch nochmal welche. Das ist ja nice. Woher wollt ihr jetzt irgendwas mit Wettercard? Warte, ich räume die mal alle aus, ich mache die ganzen Stämme raus. Ja, wenn wir einen Lehrer haben, kann ich mal unterbringen. Du bist. Lehrer ist da. Wir haben da mehrere Lehrer. Na dann, mache ich mich am Weg mit einem. Da nehme ich ja um alle, jetzt hat wohl gefleißig wieder da drum. Nachbaustelle. So, hier noch. Dann machen wir hier noch welche rein. Verbau das jetzt mal. Aber es taugt mal das Castle Gatehouse. Ja, schaut ganz nett aus. Jetzt müssen wir bloß noch die Mauern und die restlichen Türme setzen. Hallo, ist? Jupp. Ich hab grad was zum Tudor, da kannst du ein, zwei Mal mein Holzschwert schlagen, weil ich hab die ganze, den Skill da zwei Level verloren. Soll ich das Schwert nicht anlegen? Okay, 15 Building Logs bräuchte ich noch. Moment doch. Amulette sind fertig nochmal. Ist da hinten noch was drin? Nee, hat der Outking. Bis dann. So, okay. Ja, dann hoffe ich, dass euch die Folge ein bisschen gefallen hat und immerhin haben wir unser Castle Gatehouse. Freu. Und bleibt da dran und mal schauen, wie es weitergeht. Bin selber gespannt. Freue mich schon, wenn das Lager, der Ausbau weiter voranschreitet. Und ja, macht das gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus von den Antikern und Dragodor. Ciao.